einen Auftrag, also mein Unternehmen einen Auftrag. Den haben wir bekommen, im Bergbau, den haben wir bekommen. Ich weiß nicht, dass ich mit Bergbau zu tun hatte, das habe ich vorhin nicht gesagt. Ne? Okay. Ich habe ganz früher, also ich habe um was Ordentliches gelernt. Ich habe also Vermessungstechnik gelernt, Bergvermessungstechnik, also Vermessungstechnik unter Tage. Und dazu gehört es eben auch, ich habe ein halbes Jahr auch als Bergmann gearbeitet. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes schon Kohle gemacht. Und ich hab also häufiger auch mit Bankern zu tun. Bankenbereich mache ich auch einiges, wenn ich zum ersten Mal mit denen zu tun habe, dann mit Führungskräften oder so, dann das lasse ich mir nicht nehmen. Also da sage ich immer, dass ich denen sage, ich glaube, ich bin hier der Einzige in der Runde, der im wahrsten Sinne des Wortes mit Fug und Recht behaupten kann, schon richtig Kohle gemacht zu haben. Und die Banker überlegen, was hat der gemacht? Sag ich, ja klar, 800 Meter unter Tage habe ich also Kohle gemacht, halbes Jahr lang, richtig, rabotti, rabotti. Ja, und den Auftrag haben wir dann im Bergbau bekommen. Das war, ich weiß nicht wie viel, auch 20 Jahre, glaube ich, danach, nachdem ich dann 15 Jahre da raus war. Nee, 20 Jahre war ich schon da raus, bestimmt schon 20 Jahre. Hatte ja gar keine Ahnung mehr davon. Aber die haben gehört, da ist doch irgend so ein Berater in Köln, der hat irgendwann was mit Bergbau zu tun gehabt. Und deswegen haben die uns angesprochen. Und zwar ging es um das Thema Reduzierung von Unfallzahlen.